Ich freue mich sehr, Sie hier im Hamburger Bahnhof heute treffen zu können. Die seit 2011 stattfindende Konferenz Zugang gestalten hat sich als wichtiger Ort des Austauschs und der Diskussion für Fachleute aus Bibliotheken, Archiven und Museen etabliert. Für die diesjährige Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit hat die Deutsche UNESCO-Kommission die Schirmherrschaft übernommen. Wir haben dies sehr gerne getan, da hier heute und morgen Themen behandelt werden, für die sich die UNESCO und die Deutsche UNESCO-Kommission nachhaltig einsetzen. Die UNESCO setzt sich für universelle Wissenschaftsgesellschaften, die das Partikulare berücksichtigen, ein. Diese Wissensgesellschaften, die auf einem freien, offenen und vertrauenswürdigen Internet basieren. Also ein Internet, welches nicht nur allen Menschen den Zugang zu Informationsquellen aus der ganzen Welt ermöglicht, sondern auch die Möglichkeit gibt, selbst Informationen und Wissen beizutragen. Die im Sommer 2015 von der UNESCO vorgestellte Internetstudie Keystones to Foster Inclusive Knowledge Societies definiert vier zentrale Grundpfeiler der modernen Gesellschaft. Erstens, der Zugang zu Informationen und Wissen. Zweitens, die freie Meinungsäußerung. Drittens, die Privatsphäre. Viertens, Ethik des globalen Internets. Mit der Studie entwickelte die UNESCO die Internet-Universalitätsprinzipien und damit verbunden vier normative Prinzipien, die sogenannten ROAM-Prinzipien für das Internet. Danach soll das Internet rechtsbasiert, offen, zugänglich und nach dem Multi-Stakeholder-Ansatz gestaltet sein. Der ungehinderte Zugang zu Informationen und Wissen wird durch Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugesichert. Die Realität sieht heute bedauerlicherweise oft ganz anders aus. Aktuelle und besorgniserregende Beispiele erreichen uns beinahe täglich aus aller Welt, in diesen Tagen insbesondere aus der Türkei. Dabei hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, dass Rechte, die offline gelten, auch online gelten müssen. Der freie Zugang zu Informationen und Wissen wird durch Blockierung, Filterung und Regulierung von Inhalten eingeschränkt. Für die Arbeit an den 17 Nachhaltigkeitszielen, die die Vereinten Nationen im vergangenen Jahr mit der Agenda 2030 verabschiedet haben, kommt es darauf an, dass alle Menschen weltweit uneingeschränkten Zugang zu Informationen und Wissen haben und sich frei äußern können. Dafür setzt sich die UNESCO und die Deutsche UNESCO-Kommission gemeinsam ein. Der Zugang zum Internet ist heute die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Daher bedarf es großer Anstrengungen, die digitale Kluft zu überwinden und den Menschen, die bisher keinen Zugang zum Internet haben, diesen zu ermöglichen. Nach dem aktuellen Breitbandbericht der International Telecommunication Union, ITU, und UNESCO hat etwa die Hälfte der Menschheit keinen Zugang zum Internet. Lassen Sie mich einige Aktivitäten der UNESCO nennen, mit denen die Vision einer inklusiven und nachhaltigen Bildung Realität werden soll. Mit dem Weltregister Memory of the World ist seit 1992 ein weltumspannendes digitales Netzwerk für dokumentarisches Kulturerbe entstanden. Wertvolle Buchbestände, Handschriften, Partituren, Unikate, Bild-, Ton- und Filmdokumente sind gesichert und zugänglich gemacht worden. Mit dem Eintrag in das UNESCO-Weltregister verpflichten sich die jeweiligen Institutionen, die das Dokumentenerbe archivieren, für die Erhaltung und den freien Zugang des jeweiligen dokumentarischen Erbes zu sorgen. An dieser Stelle möchte ich uns kurz vor Augen führen, was die UNESCO als Kulturerbe bezeichnet. Dazu vorab eine kleine Klärung des Begriffes Kultur. Sie wissen, 1994
1994 gab es eine Studie in den USA, in der wurden 150 verschiedene Kulturbegriffe entwickelt. Also Sie sehen, das ist ein ganz schwieriges Feld, aber so als eine kleine Arbeitsdefinition. Kultur ist ein umfassender Begriff für Wissen, Glaube, Kunst, Moral, Recht, Gewohnheiten und andere Fähigkeiten und Bräuche, die vom Menschen als Mitglied der Gesellschaft erworben wurden. Daraus entsteht auch das Kulturerbe, das außergewöhnlichen universellen Wert hat und bewahrt werden soll. Dabei muss Kulturerbe nicht notwendigerweise an Materie gebunden sein. Die Beständigkeit ist jedoch erforderlich. Die Summe der menschlichen Kulturgüter wird dann als kulturelles Erbe bezeichnet. Dies beinhaltet Objekte, wie sie im UNESCO-Welterbe und Memory of the World Register aufgenommen sind. Kulturerbe beinhaltet darüber hinaus nicht nur an Objekte gebundene Güter, sondern auch immaterielle kulturelle Ausdrucksformen, das sogenannte immaterielle kulturelle Erbe. Dazu gehören mündliche Überlieferungen, Rituale, Praktiken oder Traditionen. Und dieses ist in Deutschland im Augenblick sehr besonders wichtig, weil die Bundesrepublik erst vor kurzem dieser Konvention der UNESCO beigetreten ist und wir eine Art Nachholbedarf haben. Um uns klarzumachen, dass immaterielles kulturelles Erbe ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur ist. Und wenn Sie so in den vielen Gesprächen, die ich in diesem Zusammenhang geführt habe, ist deutlich, dass wir da gar nicht ein nicht sehr entwickeltes Bewusstsein von haben, dass also zum Beispiel Märchen oder Feste ein Teil unserer Kultur sind. Dabei gibt es dann natürlich die schwierige Frage auch, was ist ein immaterielles kulturelles Erbe in den kleinen Städten und auf dem Land, was ist in den großen Städten? Und das ist ein eigenes Thema für sich. Gut, aber das nur zur Erläuterung, um zu sagen, das ist eine neue Dimension, die wir immer weiter auch vorantreiben. In diesem Zusammenhang möchte ich auch den UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes erwähnen. Der Welttag wird seit 2005 jedes Jahr am 27. Oktober gefeiert. Er erinnert an die Empfehlung zum Schutz und zur Erhaltung bewegter Bilder, die die UNESCO am 27. Oktober 1980 verabschiedet hat. Schon heute ist ein guter Teil des audiovisuellen Erbes verloren. Fotos, Tonbandaufnahmen oder Filme konnten zur Zeit des Entstehens nur unzulänglich archiviert werden. Oft war man sich auch der Bedeutung des Materials für spätere Generationen einfach nicht bewusst. Zu diesem Themenfeld wird es heute Abend eine Podiumsdiskussion geben. Zurück zu den Gefahren für das kulturelle Erbe. Eine weitere Gefahr, die wir alle hier vor Augen haben, ist die der Naturkatastrophen, wie die jüngsten Erdbeben in Italien uns gerade wieder gezeigt haben. Wobei auch vom Menschen erzeugte Gefahren und Katastrophen das kulturelle Erbe der Menschheit bedrohen. Ich erinnere an Tschernobyl und Ähnliches. Aber das ist nicht nur weit von uns entfernt, sondern auch unmittelbar in Deutschland gibt es diese Bedrohung und diese Schwierigkeiten, dass viel vom kulturellen Erbe bedroht wird durch Aktivitäten der Menschen. Meine Damen und Herren, der Brand der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 vernichtete 50.000 Bände. Die erste Gesamtausgabe der lutherschen Bibelübersetzung von 1334 konnte von der Zerstörung bewahrt werden. Die aufwendigen Restaurierungsarbeiten der beschädigten Bestände sind im vorherigen Jahr abgeschlossen worden. Ein weiteres schreckliches Beispiel für die Gefahren, die Kulturgüter bedrohen, ist die Zerstörung von Moscheen und Mausoleen in Timbuktu 2012. Die Bauwerke dieser UNESCO-Welterbestätte sind Zeugnisse eines goldenen Zeitalters Malis, vorwiegend im 15. Jahrhundert. Der Wiederaufbau konnte mit internationaler Hilfe unter der Koordination der UNESCO im Sommer letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen werden. Dennoch gelten 4.000 historische Dokumente als unwiederbringlich zerstört. Ein Lichtblick ist die juristische Aufarbeitung des Angriffs auf die Welterbestätte. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag
hat den Rebellenführer der verantwortlichen Terrormiliz, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, vor kurzem schuldig gesprochen. Einstimmig bewertete der Strafgerichtshof al-Mahdis Taten als Kriegsverbrechen und verurteilte ihn zu 9 Jahren Haft. Für die UNESCO ist der Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof ein wichtiger Präzedenzfall. Gezielte Zerstörungen von Welterbestätten sind seit Jahren Teil eines terroristischen Kulturkampfes. Auch die Plünderungen in Hatra und in Nimrud sowie des Museums von Mosul im Irak und die Zerstörungen der syrischen Kulturstätten in Aleppo und Palmyra zeigen, dass Extremisten Angriffe auf Welterbestätten gezielt als Instrumente des Krieges einsetzen. Es geht also auch um Prävention und die Frage der Nachhaltigkeit. Dank der Digitalisierung können Kulturgüter präventiv besser geschützt werden, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Die Frage der Nachhaltigkeit kommt ins Spiel, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen auf die digitalisierten Kulturgüter Zugriff haben werden. Die schnelle technische Entwicklung stellt uns dabei vor die Herausforderung, Daten zukunftssicher zu formatieren, sodass die Portabilität sichergestellt wird. Sicherstellen müssen wir auch, dass der Zugang so gestaltet wird, dass möglichst alle Menschen in die Lage versetzt werden, Zugriff zu erlangen. Das Thema der Barrierefreiheit und der Inklusion rückt damit in den Mittelpunkt. Hierzu arbeitet die UNESCO insbesondere im Feld der Informationstechnologie intensiv mit einem Aktionsplan an innovativen Lösungen. Dieser Innovationsplan hat einen Beispielcharakter. Es geht um die gesellschaftliche Teilhabe aller. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich Wissen anzueignen und Fähigkeiten zu entwickeln, die zur Entwicklung der Menschen und der Gesellschaft insgesamt notwendig sind. Ich hoffe sehr, dass uns diese 2 Tage im Hamburger Bahnhof weiterbringen und uns im Austausch neue Perspektiven eröffnen, die Verantwortung wahrnehmen, die wir für die Bewahrung und den Zugang zum kulturellen Erbe haben. In diesem Sinne herzlichen Dank und Ihnen allen eine ertragreiche Konferenz.